Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Alan Wake. Wir haben hier noch ein bisschen Schrotflintenmunition, ein paar Batterien, nehmen wir natürlich alles mit. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Wir tauschen immer eben die Waffe. Da kann ich her. Und da kann ich her. Und ich weiß. Ich gehe hier her. Was? Hey! Hier ist Ey. Ist klar. Dann nehme ich jetzt den anderen Weg, so. Öffnen. Ja, nehmen wir hier wieder alles mit. Die Flasche da oben lasse ich jetzt einfach mal stehen. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Gut, und wir gehen jetzt hier, aber die heben wir uns mal auf. So. Du bleibst mal schön an. Solche Sachen kann ich gar nicht leiden, wenn ich überhaupt keinen Anhaltspunkt habe. Wo ich hin muss. Und so. Bin ich jetzt hier einmal im Kreis gelaufen? Nee. Licht. Da oben ist noch mehr Licht. Ups. Puff. So. Ich hoffe, das Licht bleibt an. Okay. Was ist jetzt schon wieder? Oh. Hallo. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? So. Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Wo ist der? Wo ist der? Verdammt, da oben. Okay.
Komm her, Freund. Hä? Verdammt, die sind so schnell, die kriegt man fast gar nicht. So, das war's. Also mal schön weiter hier. Mal schauen, wo uns dieser Weg hier hinführt. Wir müssen ja irgendwie zu so einer Aussichtsplattform kommen. Aber ich habe leider gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Hoppala. Auf jeden Fall liegt hier eine Seite. Was steht drauf? Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben. Damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Ja, könnte was dran sein. Dass er sich blind und planlos durchtastet. Ich hoffe, wir sind nicht ganz so blind und planlos. Obwohl, vernünftigen Plan habe ich im Moment auch nicht. So einfach nur irgendwie hier aus dem Waldstück hier herauszukommen. Irgendwo, wo ein Auto ist, auf eine Straße. Was ist das? Ja. Verdammt, es wird gerade zu sich. So. Ich hoffe, der Traktor greift uns nicht an. Ja, klar. Oh, Scheiße. Und jetzt weg hier. So. Oh. Na toll. Und da hat es uns glatt umgenockt. Schade. Na gut. Also nochmal. Oh.
Ja, ich hatte gehofft, ich kann es austricksen, aber... Komm schon, komm schon. Also, wo ist das Ding da? Habe ich mich hier hinter einem Baum stelle? Los, los, los. Puh, meine Güte. Das nehmen wir mit. Das Böse, oder besser das Dunkel. Ich brauchte den Türschlüssel. Jetzt sollen wir einen Türschlüssel finden. Ein Türschlüssel. Ja, ich hoffe, der ist hier drin. Nehmen Schlüssel, okay. Puh. Oh, ah, hier war die Tür. Okay, öffnen. Hier ist es schon hell drin. Boah. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreich, Träumen, Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst, die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Na super. Mach nicht denselben Fehler wie dieser Zane. Was haben wir hier? Jagdgewehr. Wir nehmen das Jagdgewehr mit. Hier geht's raus. Was ist das? Was? Ah. Das Dunkel scheint wohl wütend zu sein. Ich hoffe, wir kommen hier heile raus. Telefon. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Hier ist wieder so ein Pfeil. Okay. Was haben wir denn hier? Öffnen. Leuchtpistole. Sehr schön, nur wir haben leider keine. Wir haben allerdings leider keine Blendgranaten mehr. Das wäre natürlich noch besser. Mal schauen, ob wir es schaffen, noch zu diesem Entführer zu kommen. Oder ob das... Wo? Oh nein. Ich hätte es gar nicht gebrauchen. Hopp. Wow. Okay.
Okay. Wow. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind in der Silbermine. Und hier müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Das war ja einfach. Hey. Wer flüstert hier? Ohne Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Oh. Kann doch nicht hier sein. Boah. Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Weg. Da liegt eine Seite. Die nehmen wir mit. Was steht drauf? Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Na toll, das heißt, wir haben es bald noch mit Jägern zu tun. Ja, auf jeden Fall hauen wir hier erstmal ab. Hier stimmt doch was nicht. Alice kann gar nicht hier sein. Nichts wie raus hier. Komm schon, Ellen. Los, lauf. Vertrau deinem Instinkt. Du weißt, dass sie nicht hier ist. Das nehmen wir natürlich mit. Da liegt schon wieder eine Seite. Was steht denn hier drauf? Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Okay. Stürzt dir gleich alles ein. Boah. Verdammt. Boah. Komm schon. Komm schon. Boah. Was war das denn? Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Ja. Die Seite nehmen wir, aber die schauen wir uns jetzt nicht an. Das haben wir ja schon gemacht. Wir rennen. Wir rennen einfach weg. Wir rennen immer weiter. Uns kann nichts auffallen, außer die Erschöpfung. Aber es ist egal. Wir müssen hier raus. Jemand versucht uns hier einen Streich zu spielen. Doch nicht mit uns. Ellen weiß, was zu tun ist. Sein Verstand sagt ihm, dass Alice nicht hier sein kann. Deswegen hauen wir jetzt ab. Okay. So. Okay, Freunde. Aber
Der Part ist hier zu Ende. Und im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Also, bis dann, Freunde. Ciao.